Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, liebe Freunde von heute und damit. So, wesentlich besser. Ich habe jetzt Mischpult. Ich habe einen Stecker beim Mischpult vergessen. Der den Mikrofon mit dem Desktop-Sound mixt. Okay. Hintergrund mein mittlerweile überfülltes Spieleregal. Ja. Ich habe zwei Spiele gekauft und noch nicht ausgepackt. Und ich weiß nicht, ob ich jemals spielen werde. Ich habe mir so einen Schrott geholt. Werden wir es am besten niemals hinterfragen. Ja, ich wollte mir eigentlich noch ein paar Switch-Spiele bei eBay Kleinanzeigen holen, aber der Typ, der diskutiert mir zu viel. Anstelle zu sagen, yo, ich hab einen Vorschlag gemacht, so, weißt du was, nimm 200 mit, bring mir alle Spiele mit, die du verkaufen willst, dann machen wir einen Preis aus und das wird sich für uns beide lohnen. Und der so, ja, welche willst du denn genau haben und blablabla, bibibi. Und ich so, ey, wir können uns auch bei dir treffen, ist mir scheißegal. Und ja, irgendwie immer nur am Rumposaunen. Folgendermaßen, ich habe eine kleine Idee, weil ich eigentlich Ghost of Tsushima auch für YouTube haben will. Dementsprechend würde ich gerne fragen, was ihr davon haltet, wenn wir das Spiel nochmal von vorne anfangen, dafür aber durchziehen. Und dann kann ich das nämlich eigentlich auch direkt für YouTube Nebenprojekt laden, weil dann kann ich nämlich einmal auf der einen Seite Ghost of Tsushima hochladen und auf der anderen Seite kann ich dann in noch aller Ruhe Forbidden Horizon, Forbidden West spielen. Ja, For Honor und Darksiders 3 sollen nicht so gute Spiele sein. Von daher kann ich dazu nichts sagen. Und ich denke mal, Kingdom Hearts 3 werde ich entweder auch für später aufheben oder es für mich später spielen, weil ich habe aktuell genug zu tun. Und ja, ich habe mir ein paar Schrottspiele geholt. Wieder für die Switch. Vor allem Balan Wonderworld. Ich meine, komm schon. Balan für die Switch? Neu? Beim Mediamarkt? Für einen Zehner? Das kann doch nur gut sein. Und was haben wir noch? Dankeschön, dass du dich für das Spiel Bibi Blocksberg, das große Hexenrennen 3 entschieden hast. Ich will nicht sagen, konsumiert Drogen. Aber ich glaube, Bibi Blocksberg, das große Hexenrennen. Ich wollte eigentlich noch Bibi und Tinas Pferdehof mitnehmen. Aber die kannst du dir echt nur besoffen gönnen. Vielleicht werde ich ja mal so ein besoffenes Trash-Let's Play machen. Ich hätte so ein bisschen Bock drauf, aber nur, wenn ich Urlaub habe. Und dann einfach so Trash-Spiele spielen. Dafür brauche ich aber noch ein paar. Ich warte jetzt noch ganz kurz, bis die Leute drin sind. Währenddessen werde ich euch ein bisschen unterhalten. Für YouTube tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen Bullshit laber. Oder. Ich bin sogar im Überlegen, den Greenscreen für Horizon Zero Dawn wieder auszupacken. Das wäre was. Jo. Die Spiele, die ich gestern gekauft habe, um ein bisschen Futter bei die Fische zu tanken, habe ich insgesamt 90 Euro bezahlt. Die sind heute auch wieder auf meinem Konto gelandet. Warum? Ganz einfach. Twitch hat mir gestern, war das gestern oder war das heute, knapp 102 Euro dagelassen. Und davon werden 90 Euro ungefähr übrig bleiben. Und die, da habe ich mir gedacht, weißt du was? Lass mir wieder zurück auf mein Konto überweisen. Und ja, somit habe ich mir die Spiele finanziert. Durchs Gaming. Cool. Finde ich super. Ja. Wie viele Zuschauer haben wir denn? Aktuell einen noch. Ist jetzt nicht viel. Von daher.
Ja. Gut, ja. Für die YouTube-Zuschauer müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Während dieser Let's Play-Reihe von Ghost of Tsushima kann es natürlich sein, da es ein Livestream ist, um jetzt mal ein bisschen serious zu sprechen, kann es natürlich sein, dass ich mal ab und zu gehe oder dass ich ab, also was heißt, gehe mal auf Toilette gehe oder sonst was, sprich Bildschirmpausen. Da ich niemanden habe, der das schneidet, da ich das selbst machen muss, nebenher, aber größtenteils noch arbeiten muss, werde ich jetzt mir nicht den eigenen Stream nochmal angucken, nur um zum Beispiel bei einem 5-Stunden-Stream, den ich in kleine Parts schnippel, auszuschneiden, wenn ich aufs Klo gehe. Das werde ich wahrscheinlich nicht machen. Das bedeutet, wenn ich mal auf Toilette gehe, wenn ich mal nicht zu sehen ist, wenn mal ein Pausebildschirm zu sehen ist, was im Stream ja dann normal ist, weil man ist ja auch Mensch, bitte ich das zumindest auch auf YouTube zu entschuldigen. Das bedeutet, wenn da sich irgendwer beschwert in irgendeinem Video, yo, Alter, nicht so geil, warum bist du da jetzt zum Beispiel kacken gegangen, hättest du das nicht rausschneiden können, kann er sich auf den ersten Part beziehen. Für die Twitch-Zuschauer folgendermaßen, wir werden das so machen, dass ich nach einer gewissen Zeit, ich habe jetzt keine Lust, den ganzen Kram nochmal zu schneiden, weil da immer, je nachdem wie groß das Video ist, können da immer Rutscher passieren, würde ich Schnitz bevorzugen, bedeutet, wenn ich jetzt mal hier YouTube macht's gut, bis zum nächsten Part sage, dann würde ich es so machen, dann heißt es nicht für den Stream Stopp. Da werde ich jetzt ein bisschen differenzieren. Dementsprechend wird es jetzt so ein Multitasking-Ding. Sprich, ich lache was, ich zock das Spiel und werde mich mit euch unterhalten. Chat ist zu sehen, kommt auf YouTube als Ewigkeitsspeicher. Mehr ist es nicht. Das Spiel wird gestreamt, ist ein Streamspiel, so wird es auch behandelt. Und YouTube kann Dingsbums. YouTube gilt da als, Videospeicher. Gut, so, ich habe noch ein paar Vorbereitungen zu klären, dementsprechend wird das noch ein Intro-Video. Aber meine Frage steht noch im Raum. Ich würde gerne damit einen Clean Start machen. Würde ich gerne so viel zum Thema Multifunktion. Wir machen noch eine Vorbereitung. Und ich würde gerne Ghost of Tsushima neu starten, von vorne anfangen, sodass wir einen Clean Start in dem Spiel haben. Weil wir haben das Spiel angespielt. Hat Spaß gemacht. Okay, bin ich dabei. Und würde aber trotzdem gerne noch würde es gerne am Stück durchziehen, weil wir haben ja dazwischen God of War durchgezogen. Und lief ja auch. Aber ich muss auch noch ein paar Vorbereitungen treffen. Sprich, je nachdem, wie lange wir spielen werden, wie lange wir aufnehmen werden, würde ich gerne noch hier ein anderes Kabel in die PlayStation stecken. Einfach aus dem Grund,
weil das hier so ein komisches Eckding hat. Das ist zwar zum Laden von dem Controller ganz gut, wenn er da liegt, aber zum Zocken ist das scheiße. Und ja. So. Ja, solche Sachen. So, Hinolein, grüß dich. Weiß nicht, wie viel du jetzt mitbekommen hast. Von dem Ganzen. Auf jeden Fall, ich würde Ghost of Tsushima gerne nochmal neu starten, damit wir das auf YouTube haben. Aufnahme läuft im Hintergrund. Frage an euch natürlich für die Twitch-Zuschauer, weil das Spiel ist temporär, ist peripher ein Stream, sekundär ein Let's Play Video Vlog Safe Gedöns. Ich gebe noch ein bisschen Zeit. Ich will noch eine frische Flasche Cola aus dem Kühlschrank holen. Ja, ich bin ein Cola Junkie. Coca-Cola, die Originale, nichts anderes. Und nein, kein Sponsoring, nix. Für mich ist einfach seit Jahren das Elixier des Lebens. Dein Mikro spinnt oder mein Stream? Mein Mikro spinnt oder dein Stream? Das ist eine gute Frage. Ich zumindest höre jetzt nicht wirklich irgendwas. Und ich sehe jetzt in OBS auch keine Schwankungen oder sonst was. Also dementsprechend weiß ich nicht, ob es vielleicht zu laut ist, aber eigentlich dürfte das nicht der Fall sein. Oder? Ich bin mir selbst nicht so ganz sicher. Ich hoffe natürlich nicht, dass es das Mikrofon ist. Aber ich habe nämlich keine Lust, mir ein neues zu holen. Ist das immer noch der Fall? Ich habe das jetzt ein bisschen leiser gemacht. Und es müsste eigentlich passen. Jetzt geht's. Super. Okay, das kriegen wir hin. Ich gehe jetzt mal ganz kurz in den Kühlschrank, hole mir eine Flasche Cola aus dem Dingsbums. Ihr könnt ja schon mal entscheiden. Was heißt entscheiden? Ich würde das Spiel gerne nochmal neu starten, dass ich das Spiel von Anfang an mitbekomme und würde dann auch nicht sowas wie God of War zwischenstecken oder sonst was. Und ansonsten, ja. Und vielleicht können wir ja zwischendurch nochmal ein bisschen quatschen und mal die Schrottspiele durchgehen, die ich mir gestern gekauft habe. So, das Mikrofon geht jetzt wieder. Das ist doch schon mal super. So, Fortschritt 2%. Wie seht ihr das? Warte mal, wie viele Zuschauer habe ich denn jetzt eigentlich? Nur die Hino aktuell, glaube ich. Wollte der Kai nicht vorbeikommen? Justin hat auch nichts gesagt. Was ist denn los? Beziehungsweise, wie haltet ihr das? Wie haltet ihr denn? Naja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach erstmal. Ich werde ein neues Spiel machen. Wir haben ja noch nicht so viel gemacht. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie. Kann es sein, dass das Mikrofon wieder spinnt? Weil ich habe so das Gefühl, dass es doch ein bisschen übersteuert. Also, jetzt, wenn ich in das Mikrofon reinblöke, habe ich den einen Stecker, den rechten Stecker nach oben. Jetzt habe ich den rechten Stecker nach unten. Ich weiß nicht, was das bedeutet.
ob das irgendwas bringt oder nicht. Keine Ahnung. Jetzt werde ich den wieder nach oben ziehen, nach oben rücken. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das hört sich nach nichts an. So, warte mal. Ich will mal gucken. Wisst ihr, was das Schöne ist, wenn man PlayStation-Spiele aufnimmt? Man kann alles einstellen und angucken und hast du nicht gesehen. Ohne Dingsbums. Ohne großartig irgendwie irgendwas kaputt zu machen. So, neues Spiel, würde ich sagen. Wir haben ja nicht so viel gemacht. Ich werde natürlich den Timer so ein bisschen mit im Auge behalten, damit ich die Videos richtig bearbeiten kann. Was heißt bearbeiten, sondern richtig timen kann. Mehr mache ich ja nicht, weil das Gaming ein kleines Hobby dafür, dass ich so ein Mini-Let's Player bin oder Streamer oder so, so ein Pickel am Arsch. Ich mache Mittel. Einstellung. Dialoge auf Deutsch mit Untertiteln auf Deutsch. Dialoge auf Deutsch. Weißt du was? Wir machen Standard. Wollen wir mit oder ohne Untertitel spielen? Wir machen Standard, komm. Machen wir Standard. Wir spielen auf einer normalen PlayStation 4. Ich glaube, ich sollte ein bisschen leiser machen. Das Mongolenreich überfällt unsere Heimat. Aber nur ein bisschen. Sie sind brutal. Unerbittlich. Unaufhaltbar. Wir sind 80 Samurai gegen eine Armee. Wir kämpfen, um die Invasion zu verlangsamen. Heute sterbe ich für mein Volk. Das müssen Tausende sein. Wir stellen uns dem Tod und verteidigen die Heimat. Genau. Viel Spaß. Tradition. Mut. Ehre. Das ist, was uns ausmacht. Wir sind die Krieger von Tsushima. Sag Bescheid, wenn ich den Chat im Video vielleicht ausmachen soll, wenn er euch nur stört, weil ich noch kein Skript dafür habe. Geht, brecht ihren Kampfgeist. Dass der in einer Weile verschwindet. Hey. Mal gucken, was wir machen. Vielleicht können wir zwischendurch auch noch eine Runde Mario Kart spielen oder so, aber eigentlich möchte ich mich jetzt mal in dieses Spiel vertiefen. Ghost of Tsushima. Honto. Heilung. Umleitung. Wo ist denn der General Karton? Der Verhütungsminister Kondom? Entschuldigung. Also ein ernstzunehmendes Spiel, okay. Eindringlinge! Lasst euren besten Krieger gegen mich kämpfen! Ist dir doch egal. Nada, Genida. Was knickt? Ich bin Harunobu Adachi, Nachfahre des legendären Yoshinobu Adachi. Das ist Krieg, was erwartest du? Ehre? Doch nicht im Krieg. Samurai! Dein Maul! Wollt ihr aufgeben? Ehrlose Feiglinge verdienen keine Gnade! Keine Gnade! Gut, die FPS gehen nach unten, die PlayStation ist wie ein Turbowerk. Aber ich sag ganz ehrlich, 800 Euro für eine PS5.
Einfach durchbrechen. Was ist denn jetzt der Anführer? Wir nehmen so viele Lümmel mit, wie wir können. Nein, Pferdchen! Nein! Warum? Pferdchen! Kommst du die Salami? Ich brauche euch bei mir. So viele Verluste. Wir müssen weitermachen, Fürst Sakai. Auch wenn es uns das Leben kostet. Wie ihr befehlt, Fürst Shimura. Gibt's da eigentlich Friendly Fire? Ich meine, was, wenn ich dir jetzt ein Schwert in den Rücken ramme? Ja, wir werden Ghost of Tsushima nochmal neu anfangen. Also so viel haben wir jetzt auch nicht gespielt, Stündchen oder so. Mehr Mongolenhunde, meld sie nieder! Ja. Wir spielen das Spiel von vorne nochmal mit YouTube-Aufnahme. Ich würde gerne sowas wie fokussieren. Oh, du Lümmel. Und ja. So, Block durchbrochen, du Lümmel. Ciao, tschä. Auf die Schnauze. Ding, 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 ding. Wenn Leute fragen, warum sich die Musik wie Naruto anhört, das ist ungefähr japanische Volksmusik sozusagen oder traditionelle Musik. Dementsprechend könnte man sagen, Naruto ist für Japan oder China generell, ich bin mir selbst nicht so ganz sicher, ein Anime wie für uns ein Cartoon mit bayerischer Volksmusik. Mit dem Blasorchester. Sozusagen. Also ländische Volksmusik im traditionellen Sinne. Ich bin bereit, Onkel. Wir tun es gemeinsam. Hino! Blöde Frage. Wäre das ein Spiel für dich? Bibi und Tina, das große Hexenrennen. Entschuldigung. War das gemein? Ein wenig. Nee, nichts für dich. Okay. Justin hat auch gesagt, wenn ich das jemals streamen werde, wird er nicht zugucken. Ich hab mir mal gedacht. Auf Twitch ist es ja leider verboten. Vielleicht mache ich daraus mal ein Drunk Let's Play. Ich hab mir Ballan gekauft. Das Spiel hat nur 10 Euro gekostet. Neu, beim Mediamarkt, eingeschweißt. Als Nintendo Switch-Spiel. Das musste mal das Spiel hier erstmal hinkriegen. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber diese Ballan-Figur in High Heels sieht aus, als wenn es der Sohn von Conchita Wurst ist. Bin mal gespannt, wie das Spiel drauf ist. Und ich habe mir einen schönen Klassiker geholt. Ich weiß nur nicht, ob der euch gefällt. Justin meint nein, sagt aber generell, ist ein guter Hingucker. Hyrule Warriors. Vetter des Kublai. Enkel des Genghis. Zeit der Verehrung. Ich weiß nicht, ob das 1 oder 2 ist. Aber die 3 Switch-Spiele habe ich mir gestern gegönnt. Und noch 2 Thrash PS4-Spiele. Oder ihr seid ein Krieger. Da erstmal danke an meine Abonnenten. Da hat nämlich Twitch finanziert. Ihr wurdet hierfür ausgebildet. Und ihr habt Kämpfe gewonnen, die geringere Männer für ungewinnbar hielten. Nach Steuerabgaben knapp 90 Euro. Ihr habt zwar euer Schwert geschärft, aber wisst ihr, wie ich mich wappnete? Ich lernte. Ich kenne eure Sprache.
Eure Tradition. Eure Sprachen war nicht. Nee. Welche Dörfer ich bändige und. Ich war gestern leicht gefrustet von der Arbeit. Welche brennen. Daher bin dann. Ich noch einmal, Samurai. Ergebt ihr euch. Ihr würdet anspucken. Fuck. War nicht so geil, Hino. War sehr ärgerlich. Ich sag's mal so, ich müsste da ziemlich viel vom Arbeitsablauf und ziemlich viel von dem, was wir auf der Arbeit machen, preisgeben, um das zu erklären. Und da muss ich halt sagen, bin ich nicht bereit zu. Weiß nur, dass es jetzt ein bisschen mehr Arbeit auf mich gekommen ist, obwohl sich meine Arbeit nicht geändert hat. Und es halt nervig ist. Ich habe gestern und heute über 50 iPhones auf den Tisch geklatscht bekommen und sage, ja, Seriennummern, kategorisieren, mach mal. Denk mir so, Alter, ernsthaft, ich komme so schon kaum mit den Laptops hinterher. Guck mal, welche davon noch gehen. So, ja, kann ich zusätzlich machen, wenn Zeit ist. Irgendeiner hat uns hier zusammengeflickt. Jemand hat mich schwer am Leben gehalten. Ja, ich würde sagen, du hast da jemanden sehr... Keine Waffen, nur Vorräte. Ich muss weiter. Okay, da bin ich mal gespannt. Ja. Vielleicht habe ich ja Glück und kann mal irgendwann in der... Haben wir mal die Dingsbums... durchgeguckt. Ich glaube, der einzige Unterschied zwischen PS4 und PS4 Pro bei dem Spiel ist, dass die PS4 Pro ein klein wenig minimal grafisch besser aussieht. Und zumindest konstante 30 FPS kriegt. Und die PS5 halt. Aber besser als nichts. Ja. Jemand hat eine Klinge gewetzt. Ein Krieger? Nee. PS5 halt 60 FPS reicht. Ja, ich finde auch, dass PS4 aktuell sehr gut ausreicht. Trotz alledem muss man halt bedenken, dass ich mich selbst so ein bisschen... gespoilt habe. Also nicht gespoilert, sondern wirklich gespoilt. Und ja, dadurch, dass ich halt mit einer 3060 und einem 144 Hertz Monitor sehr weiches Bild gewohnt bin. Und ich normalerweise mit dem FPS-Zähler auch mein Auge so ein bisschen trainiere, ist es manchmal ein bisschen schwierig für mich, auf 30 FPS zurückzukommen. Da wäre die PS5 halt schon ganz geil. Ich erledige das. Allerdings kann ich, ja, keine Ahnung, das ist halt nicht immer machbar. Jo, ich habe jetzt den Timer nicht rechtzeitig laufen lassen, dementsprechend muss ich immer so ein bisschen auf den YouTube-Timer, auf den OBS-Timer ein bisschen gucken. Nicht, dass ich zu lange Dingsbums mache. Ich will zwar nichts sagen, aber... Richtig so. Was? Du lässt dich einfach abziehen. Alle weiß, was läuft. Wer bist du? Ich bin Yuna. Ich bin Yuna. Ach, die Yuna, die ist super.
Konnten wir am Anfang ein bisschen kennenlernen. Folge mir. Ah, war ich bewusstlos. Das ist solange, dass die Mongolen die halbe Insel einnehmen konnten. Relativ warm. Jetzt merkt man die 30 FPS. Also ich merk's. Also, ja. Was? L und X. Ups. Jona. Nicht jetzt. Mist. Runter. Da so ein Schleichspiel. Ich habe so das Gefühl, dass er... die PlayStation 4 immer so ein Schleichspiel ist. Bewegung. Hier lang. Ich meine, Days Gone, Horizon Zero Dawn war auch so ein Schleichding. Wir können nichts für sie tun. Aber ich kann die anderen retten. Und, ja. Fürst Shimura war mit mir auf dem Schlachtfeld. Jetzt auch. Desito, vergiss ihn. Naja, ich bin mal gespannt, wie es generell wird. Warte. Wir hatten Fürst es nämlich. Shimura ist mein Onkel. Du bist Jin Sakai? Der Sakai! Jito! Ich muss es wissen. Jinton. Hat er überlebt? So. Ich grüße erstmal die anderen Zuschauer. Die Mongolen haben ihn gefangen. Wohin brachten sie ihn? Wie gesagt, östlich. Wird aufgenommen. Wenn ihr keinen Bock auf den Chat im Video habt, Kaneda. Kann ich dort ihn euch auch festhalten. Ausmachen. Sie feiern sicher ihren Sieg. Ich könnte sie überrumpeln. Sie töten dich. Oder ich rette Fürst Shimura. Im Hintergrund sieht man mein überlastetes Meer zu jagen. Er hat Kontakt zum Shogun. DVD-Regal. Verstärkung rufen. Das meiste auf diesen Games. Gepflegt, damit du dein Leben wegwirfst. Warum hast du es getan? Ich konnte dich nicht sterben lassen. Ich brauche deine Hilfe. Das ist wunderbar. Ich kann der ganzen Insel helfen. Und mehr Familie als ihn habe ich nicht. So. Ich muss das Mikrofon mal ein bisschen drehen. Er hat nämlich keine Lust, da ständig hier mein Gesicht vors Mikrofon zu halten und zu sagen, guck mal, hier meine Faith Game, guck mal mein Mikro an. Yay, yeah, ich verstecke mich dahinter wie so eine kleine Muschi. Was wollt ihr? Weil ich Lampenfieber habe. Guck mal hier, seht gar nichts. Naja, das ist grausam. Ich weiß nicht, ich finde das immer... Ich meine, ich kann es verstehen, wenn es passiert. Ich meine, wo willst du das sonst hinstecken? Schlechter. Finde es aber immer ein bisschen, ja, amateurhaft. Aber ich persönlich wüsste halt auch nicht... Hallo, Juna, grüß dich. Ich habe, ich werde jetzt hier in der ersten Zeit viel erklären. Wir sind noch zeitgleich in der YouTube-Aufnahme für den Stream. Und deswegen habe ich mir gedacht, da wir das Spiel zwar angefangen haben, aber nicht sehr weit gespielt haben, habe ich mir gedacht, machen wir mal ohne Unterbrechung das Spiel durch. Und ja. Ja. Es gibt so einen kleinen Hintergedanken, warum ich das jetzt als Doppelprojekt mache, beziehungsweise erster Linie Stream mit YouTube, also mit Let's Play-Schnitten für YouTube. Einfach aus dem Aspekt her, dass ich dann mir ein bisschen mehr Zeit nehmen kann mit Horizon Zero Dawn und dann zeitgleich jeden Tag ein Video hochladen kann. So kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mehr Wagen. Los, wir nehmen die Dächer. Du kletterst auf Dächer, plünderst Schlachtfelder. Du bist eine Diebin. Wenn ich was brauche, nehme ich's mir. Nimm meinen Katana. Ich habe es gegen Essen und Medizin getauscht. Wie bitte? Keine Sorge. Wir finden den Käufer und holen das Schwert zurück. Ich hoffe, dir geht's gut. Das wird ein langer Ritt. Nimm alle Vorräte, die du tragen kannst. Das Haus gehört jemandem. Und sie kommen nicht zurück. Da hat sie recht. So, 8-mal Vorräte. Ich habe keine Ahnung, ob ich das brauche, weil so tief haben wir das Spiel jetzt nicht zwingend gespielt. Aber ich glaube, wir können da später gut was craften. Also von daher... Gibt's hier noch irgendwas? Sehe ich da noch irgendwas? Nee, ne? Jo.
Jedoch. Zur Info, Horizon Zero Dawn werde ich größtenteils tagsüber aufnehmen. Dann nehme ich dein Schwert her und gleich da vorne. Und dafür werde ich auch noch ein bisschen umbauen. Ich werde den Greenscreen und die Fernsehtechnik wieder aufbauen. Ich werde mal gucken, ob ich eins oder zwei... Die Hunde haben ihn erwischt. Halte Wache. Ich durchsuche da... Es muss hier sein. Was wollte ich sagen? Ich... würde dann einfach... Ja, keine Ahnung. Vormittags machen, dass ich halt möglichst viel Tageslicht mitnehme. Ich bin Jin Sakai. Dementsprechend kann ich das nur am Samstag Neffe machen. Des großen Fürst Shimura. Gegebenenfalls sonntags. Und ich bin kein Feigling! Euer Gegner ist euch unterlegen. Doch... Euch fehlt es an Beherrschung. Ich habe trainiert. Mit eures Vaters Waffe? Dem Schwert des Sakai-Clans. Es rettete Leben. PVO 97. Erstens. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Hey, ich bin so vor 20 Minuten dazugeschossen. Ja, ich finde, dass eine bessere Hardware nicht. Dass eine bessere Hardware nicht zu einem besseren Streamer macht. Du machst das aber echt unterhaltsam. Erstens, danke. Zweitens, hoffe ich, dass ich dieses Niveau auch beibehalten kann, obwohl ich eigentlich echt hinüber bin. Aber dafür gehöre ich auch zu, erst eure Gefühle beherrschen. Zu den Arbeitern. Bedeutet, es war ein anstrengender Tag heute. Das kann ich. Okay. War nicht so einfach. Bei mir geht es nicht darum, dass eine bessere Hardware mich zum besseren Streamer macht. Das denke ich überhaupt nicht. Also das ist schon mal safe, auch wenn ich in, eigentlich im Real Life ein Fachinformatiker bin und dementsprechend besseres Know-how habe, so technisch gesehen. Zeigt mal, was ihr geübt habt. Versucht mich zu treffen. Ja, Onkel. Okay. Angriff! Ich bin bereit! Sondern es geht eher darum, dass ich... Versucht mich zu treffen. Sondern eher, das ist einfach, keine Ahnung, mein persönliches Augenmerk. Sehr gut. Hättet ihr so gekämpft, hätte euch euer Angreifer nicht und dementsprechend ein Rat. Holt euch nie einen 144 Hertz Monitor. Er sieht geil aus, aber wenn du die FPS dann später nicht erreichst, wie verteidigt ihr ist das so. Ich werfe ihm Schmutz in die Augen. Boah, schwierig. Ich spreche ihm die Nase. Wie groß er wohl mit dem Mund voller Blut noch ist. Ein kleiner Sieg. Ohne Ehre erlangt. Wenn ein Samurai gegen einen arglistigen Feind kämpft, ja, schwierig. Muss er über ihn hinauswachsen. Ich merke das dann halt immer, wenn Spieler auf 60 FPS gedrosselt sind. Ja, Onkel. Aber mehr in Übertragung gibt es ja eh nicht mehr. Zeigt mir, dass Jin Sakai ein mutiger Krieger ist. Nutzt erst einen schweren Angriff und dann schlagt. Gerade bei solchen Szenen, muss ich sagen, merkt man das so. Also merke ich das persönlich. Keinesfalls hättet ihr ein richtiges. Aber ich habe mich da so ein bisschen vom NKN beeinflussen lassen. Versucht zur Abwechslung meine Angriffe zu blocken. Ich werde euch nicht. Sehen wir dann. Sehen wir einfach dann. Nach dem Training werde ich mein Cutset. Aua. Sehr gut. Ich versuche einfach zu kontern. Autsch. Ich bin erschöpft. Wie kann ich den denn fokussieren? Wir sind noch nicht fertig. Ich habe noch nicht so lange eine PS4. Ich habe die vom Kollegen ganz... ich habe die vom Kollegen billig bekommen. Das ist deine Gesundheit. Das ist schön, das habe ich mir gedacht. Roter Balken in Rollenspielen ist immer Gesundheit. Das ist eine Entschlossenheitsanzeige. Nutze deine Entschlossenheit, um nicht zu... Finde ich eine ganz coole Idee. Hat aber so ein bisschen Final Fantasy VII Vibes. Ich habe ja Final Fantasy VII für die PlayStation gespielt, da kann man auch, lernt jetzt zu parieren. Wartet, bis ich zuerst agiere. Sobald ich angreife, wehrt meinen Angriff ab. Schöne Parade. Parieren ist immer besser als blocken. Ihr müsst parieren, bevor ich zuschlage. Ja, ist ja gut. Ciao, Che. Gib mir auf die Schnau. Aua. Wehrt nicht zu früh ab. Hat dein Maul. Haha.
gute Leistung. Was wohl Feng Shui bedeutet? Ich kenne das nur als Schuhfangspiel. Braucht ihr eine Pause? Es braucht mehr als ein Kind, um mich außer Atem zu bringen. Ich liebe ja generell das japanische und asiatische Setting komplett. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe... Reicht meinem Speer aus und führt einen Gegenangriff durch. Gute Reflexe. Hervorragender Konter. Sehr gut ausgewischt. Denk daran. Kriegt das wirklich überhaupt hin? Dann Konter. Schöner Gegenangriff. Gut. Muss mal gucken, ob ich noch irgendwo Fokus, Mokus, Fokus, Fokus machen kann. Jeden Krieger bezwingen. Also wie gesagt, ich mag ja diese asiatische Kultur. Generell finde ich alle super. Aber man kann, die Sprache ist auch lustig. Auch wenn ich kann nur ein bisschen. So viel Zuversicht, wie wäre ein kleiner, das meiste habe ich gelernt durch Dragon Ball und Naruto. Landet, okay. Das Abendessen aus. Hinterfragen wir das mal nicht. Hoffentlich mögt ihr Tintenfisch. Oh, Kalamari. Guter Aua. Schlag, Onkel. Autsch. Sehr gut. Ich würde den gerne fokussieren. Selbst Dark Souls hat das. Komm her, du Lümmel. Das gibt's auf. Dautsche. Auf die Schnauze. Das ist aber schon South Park. Ey, ich bin Serienjunkie, was das angeht. Und zwar nur das Schlechteste. Vom Schlechten. Habe ich eine letzte Frage. Aber es ist lustig. Seit Generationen leben unsere Familie nach einem Kodex. Und das seit Generationen betreiben wir Inzucht. Die Tugenden, die uns leiten. Nein, Entschuldigung. Ich find's immer lustig, wenn... Beherrschung unserer Gefühle. Und... Ihr wisst das. Ehre. Tapfer zu kämpfen für das Vermächtnis des Sakai-Clans. Dies sind die Worte eures Vaters. Zoll nicht rum. Was bedeutet Ehre für euch? Ich glaube, Menschen zu beschützen. Die, die nicht für sich selbst kämpfen können. Finde ich gut. Bin ich dabei. Ein gutes Herz. Doch zuerst müssen wir zeigen, dass wir unserem Fürsten dienen mit Mut. Leider sind die, die ein gutes Herz haben, meistens immer diejenigen, die am meisten verarscht werden. Vielleicht ist es Neid. Es ist nie einfach, Jin. Ich ringe jeden Tag damit. Doch wir müssen unserem Volk ein Vorbild sein, indem wir dem Kodex treu bleiben. Und uns selbst. Das also einen ähnlichen Schwur macht man als Soldat auch. Ach, not Herr Samurai. Haha, jetzt gibt's Sushi. Ich habe ein Schwert. Jetzt mache ich aus dir, Mushi, eine Sushi. Oh ne, der hat einen Speer. Ich hasse Speere. Jawohl. Ich will mal was gucken. Ich will wirklich mal was gucken. Was ist Anzeige? Kontrast? Was? Dramatisch? Okay, der Modus wäre auch nicht schlecht. Nee, ich will eigentlich nur... So, was haben wir? Schwerer Seitenschritt, springen, Kamerabewegung, drücken, ducken. Drücken, rennen, galoppieren, Pferd, Fotomodus, heilen, Pferd rufen, herausfordern. Blocken, L2, zielen gedrückt. Ah, okay. Gut. Du hast dein Schwert wieder. L2. Ich Pferd. Die Ställe sind recht nah. Hier lang. Kann ich nicht einfach auf dem Alpaka reiten? Also ich muss ja alles öffnen. Okay, ich versuche mich an die Steuerung zu gewöhnen, okay? Ich muss ja sagen, ich habe ja sämtliche Controller in der Hand gehabt. Wo sind die Ställe? Hinter den brennenden Bauern. Von der Xbox 360, Xbox One. Ich hatte auch ein PlayStation 2 Plagiat. Billig USB-Controller. GameCube, Nintendo Switch, Schlitzen in die Kehle. Ich hatte auch mal einen Wii-Controller in der Hand. Ohne Ehre. Ich breche nicht meinen Kodex.
Still dich, Eindringling! So, ziele L, um mit Schwertangriff anzuvisieren. Ja, und jetzt? Ah, okay, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Das ist nah. Wir können nicht alle retten. Genug weggelaufen. Endlich kann ich helfen. Verflucht. Lass mich raten, wir müssen zu dem Zielkreuz. Es ist doch immer so. Chili Milli. Mehr Wachen. Keiner darf entkommen. Watch this, Betty. Tiere. Ja, noch ist es recht einfach. Ich werde es nicht auf schwer oder... Alter, du Lappen. Ah. So. Für die YouTube-Aufnahme. Danke, mein Herr. Macht's gut. Es hieß, alle Samurai wären tot. Ja, ich nicht. Könnt ihr euch irgendwo verstecken? Im goldenen ich lasse die Szene noch laufen. Sein. Also für den Stream bedeutet das Geht. Gar nichts. Ihr werdet gar nichts und davon merken. Euren Sohn mit eurem Leben. Du hast dein Leben für sie riskiert. Klar. Sie konnten sich nicht wehren. Und ich... Ich kann nicht noch mehr von uns sterben lassen. Aber nicht nur sie brauchen dich. Mein Bruder. Die Mongolen haben ihn. Ja, und eben aus dem Blickwinkel so echt ausgesehen wie so ein alter... wie so eine alte Oma. Und Fürst Shimura ist meine. Bitte. Ich will nur meinen Bruder zurück. Das kriegen wir hin. Ich werde dir helfen, nach der Rettung meines Onkels. Versprochen. Ich komme mit dir. Na, siehste. Der Stall ist Graf und Juna, eine Zwei-Mann-Armee. Wenn ich da rein? Ja. So, bis gleich.